Hi, was geht, Leute? Hier ist Johnny Mo. Schön, dass ihr wieder hier seid. Es geht heute weiter mit unserem Swoosh Bay Vulkan. Und ja, ich mache heute mal kein Speedbuild, weil mich viele gefragt haben, wie ich das eigentlich jetzt so mache im Detail mit der Lava. Weil im Speedbuild das vielleicht nicht ganz so, ja, gut rübergekommen ist, wie das eigentlich geht. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal so eine Bahn alleine hier, also im Normalspeed, ne? Die wir jetzt hier mal einzeln mal so auseinandernehmen, wie ich das gemacht habe. Und zwar fangen wir mal hier an. Ich gehe mal ganz kurz nach oben. Die Farben sind noch nicht final. Das hatten wir ja letztens schon gesagt. Das müsste hier oben vielleicht noch ein bisschen mehr rot sein. Das soll natürlich aber auch sehr hell sein in der Mitte, dass das so ein bisschen glühend aussieht. Und deswegen müssen wir das noch ein bisschen ändern. Auch das hier ist noch nicht so ganz final. Aber ihr wisst, wie das jetzt ungefähr hingeht, hinhaut mit der Optik. Das geht nämlich hier runter. Und ich mache mal ganz kurz Nacht. Da sieht es nämlich ein bisschen besser aus, weil wir uns da... Ups, da. Gegen entschieden haben quasi, dass wir hier richtig hell machen, sondern da haben wir auch rötlich gemacht. Deswegen sieht das hier vielleicht bei Nacht ein bisschen besser aus. Und in der Mitte bleibt das so. Was ich noch machen möchte, ist, dass das an den Kanten hier vielleicht, also hier außen, so ein bisschen mehr rot ist. Ihr seht, ich habe das... Ja, sorry. So, Moment, sorry. Ich muss erstmal die Uhrzeit wieder umstellen. So. Hier ist es noch nicht so perfekt, ne? Hier sind so komische Platten drin, da sieht man das noch. Wobei man das hier auch so ein bisschen immer sieht, das geht halt nicht anders. Aber hier zum Beispiel, wo wir so eine Gerade machen, ist das fast nicht zu sehen. Gerade von so ein bisschen Entfernung. Ja, wie machen wir das? Also, im Prinzip geht ihr hin, die ganze Flüssigkeit wird mit Fertigformen gemacht. Fertigformen findet ihr unter Szenerie. Kunstform heißen die Dinger. Und dann kann man sich im Prinzip an fast allem bedienen, wenn es um Flüssigkeiten geht. Wenn man zum Beispiel hier so einen, weiß ich nicht, Teich machen möchte, Lavateich, dann nimmt man am besten diese Platten, habe ich herausgefunden. Man kann natürlich auch die Rechtecke nehmen. Ist fast Jacke wie Hose, weil wir das Ganze eigentlich immer eingrenzen durch Terraforming und Steine. Denn dadurch wirkt das natürlich. Und ansonsten sieht das nämlich so ein bisschen komisch aus. Kann ich euch mal einfach mal... Ich mache jetzt mal hier nicht weiter, sondern zeige das euch mal woanders. Gehen wir mal hier hin. Ganz so mitten im Park rein. Denn, ja, ich mache das dann Speedbuild komplett fertig. Und dann könnt ihr das da nochmal sehen. Aber hier machen wir es jetzt einmal so per Hand. Wir gehen hin. Im Prinzip haben wir ja, ich mache es jetzt Mini-Vulkan hier, ne? So, irgendwie so. Ist jetzt egal, wie er aussieht, ne? Geht ja nur ums Prinzip. So, pass auf. Jetzt machen wir hier ein bisschen kleiner. Machen ein Loch rein, so. Und vielleicht noch ein bisschen hier, ein bisschen runder. Und was wir dann machen werden, ist hier vielleicht, weiß ich nicht, hier ein Tümpel rein, wo das reinläuft. So, dann machen wir hier auch noch ein bisschen drumherum. Und dann wollen wir das quasi von da nach da fließen lassen. Was wir dann machen, ist eigentlich ganz simpel. Wir gehen hier hin, nehmen die Kunstform, nehmen dann jetzt hier zum Beispiel diese runden Platten. Es würden auch die Ecke gehen. Wie gesagt, es ist eigentlich egal, was euch lieber ist. Mir sind die Runden lieber, weil man kann sich das so ein bisschen dann besser anpassen vielleicht. Aber man kann jetzt auch die Eckigen nehmen. Ich nehme jetzt zu Testzwecken einfach mal die Eckigen. Und dann seht ihr, es wird automatisch rund, weil wir durch Terraforming quasi... So, muss ich mal wegmachen. Weil wir durch Terraforming quasi ein Loch gebuddelt haben und das dann dadurch begrenzt wird und dadurch sieht das einfach natürlich aus. So. Guck mal hier. Sieht doch geil aus schon. So. Das Ganze kann man nicht erkennen, dass es quasi aus Platten besteht, weil das auf der gleichen Ebene ist. Das heißt, wenn ich ranzoome, selbst dann sehe ich nicht, dass es mehrere Platten sind. Also so könnt ihr das machen und ich gehe jetzt mal hin, mache das mal hier so ein bisschen so. Und ihr seht, dann haben wir hier schon das abgerundet und ja, das wäre dann schon quasi hier mehr oder weniger fertig. Es ist natürlich jetzt was total Undetailliertes, aber es geht ja nur darum, dass das Prinzip irgendwie gecheckt wird. So. Das Schwierige ist es, einfach das hier runterlaufen zu lassen. Und da bin ich selbst immer so, ja, da weiß ich hundertprozentig noch nicht genau Bescheid, wie ich das machen soll. Also irgendwie schon. Aber es ist immer sehr schwierig, das immer im abknickenden, ja, Fall runterlaufen zu lassen. Ich habe da ein paar, ja, Sachen rausgefunden. Am besten nimmt man hier vielleicht diesen ovalen Zylinder. Das sieht ganz gut aus. Man kann das auch mit Platten machen. Ich mache das jetzt mal aus Spaß mit diesen normalen Platten, den hier. Da ist es aber ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil man ja auch sehr, sehr auf Terraforming angewiesen ist.
Ich kann auch am besten diese hier nehmen und dann schiebe ich die einfach rüber. Ziehe die so ein bisschen runter. Und das Wichtige ist, dass das miteinander abschließt. Das sieht natürlich komisch aus, wenn da so ein Vogel in der Lava landet. Das ist natürlich ein bisschen, egal. Lassen wir ihn mal. So, dann gehen wir hin. Ich habe jetzt die großen Platten genommen, ist egal. Zu Testzwecken reicht das. Und dann gehe ich hier runter und möchte das hier in diesen Tümpel laufen lassen. Das heißt, wir müssen das immer weiter abknicken lassen. So. Im Hintergrund hört ihr die Band Karussell. Sein Newcomer. So. Und dann lassen wir das hier so runterlaufen. So. Wir machen es wieder komplizierter, als es eigentlich sein müsste, aber damit man dann einfach mal so sieht, wie das geht. So. Jetzt brauchen wir, am besten kann man Terraforming nehmen oder Tropenfelsen. Ich nehme jetzt für meinen Zweck mal die Tropenfelsen, weil die immer cool aussehen, finde ich. Und dann gehe ich hin und grenze das nochmal hier ab. Und ihr merkt, oha, das sieht ein bisschen anders aus. Aha, kann das auch ein bisschen kleiner machen, dadurch kann man nicht auch die Größe verändern von dem Fluss. Und das im Prinzip so ein bisschen regulieren, wie groß das eigentlich werden soll. Ich nehme jetzt immer den gleichen, weil, wie gesagt, Testzwecke und so. Ich würde euch empfehlen, immer unterschiedlich zu nehmen und die vor allen Dingen immer zu drehen. Die sehen immer anders aus. Selbst hier würde man vielleicht nicht auf den ersten Blick denken, dass ich immer die gleichen Steine genommen habe. Aber habe ich halt, ne? Habt ihr ja gesehen. Ist ja kein Geheimnis. So, jetzt mache ich das so. Und dann machen wir das so, dass das hier runterfließt. Am besten machen wir das nochmal hier so. Dann nehmen wir uns noch eine Platte. Die kopiere ich, mache ich mit Steuerung D diesmal, weil dann ich die sofort im Bewegungsmodus hier habe. So. Ich nehme nochmal diese Felsen hier, weil ich es kann. Und jetzt auch nicht groß noch was machen möchte. Und dann haben wir jetzt quasi eine zweite Ebene schon gemacht. Und jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen. Quasi für die nächste. Dann gehe ich hier hin. Lass das nochmal runterfließen. Ich nehme jetzt in dem Fall jetzt mal diese Platte. Das ist auch vollkommen egal. So. Und dann muss ich das natürlich hier irgendwie abschließen lassen. Das wird natürlich ein bisschen kniffliger. Man kann es sich ein bisschen leichter machen, wenn man das ein bisschen dreht hier. So. Sieht das nämlich schon besser aus. Und dann kann man das hier abschließen. So. Es ist natürlich nicht perfekt. Also wenn man es ganz perfekt haben möchte, dann muss man hier diese Kanten hier ganz, ganz nah nebeneinander setzen. Man drückt X und zieht das hoch, bis man wirklich diese Kante nicht mehr sieht. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das mache ich ja gerade bei mir da oben. Für Testzwecke jetzt hier mache ich es jetzt nicht, weil hier kommt es mir echt nicht auf Schönheit an. Aber nur damit ihr was seht, wie das funktioniert. So. Und jetzt gehe ich noch hin. Wie gesagt, ich nehme jetzt nur einen Stein. Und dann kann ich natürlich auch noch so richtig coole Sachen machen. Das sieht immer am besten aus, finde ich, wenn man Steine drumherum macht. Weil Terraforming alleine ist einfach nicht schön. So, komm. Weil ihr seid nämlich noch einen zweiten Stein. Nehmen wir mal, komm, nehmen wir mal den dicken. So. Und dann so. Und vielleicht noch hier so einen rein, ne? Ihr kennt das, das macht ihr alles selber. Und man kann das noch ein bisschen natürlicher aussehen lassen, wenn man zum Beispiel bei hier so einen Vorsprung einfach hier mal so einen rein noch macht, ne? So eine Spitze oder so. Und das gleiche mache ich hier nochmal. Ganz, ganz wenig. Und was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist die Farbe umzufärben. Können wir noch machen. Das ist das harmloseste. Ich nehme jetzt einfach mal so ein dunkles Rot oder so. Ist jetzt egal. Ihr könnt da auch Wasser rausmachen. Wir könnten da theoretisch jetzt auch Wasser rausmachen. Das ist wurscht. Ich nehme jetzt mal einfach ein Rot oder so. Oder komm, nehmen wir hier das Rot, was wir hier genommen haben. Kopiere ich mal eben. Das war hier. Nehmen wir mal das Rot. So, das ist so ein Ferrari-Rot irgendwie. Aber passt schon.
Jetzt habe ich mir natürlich mehr Arbeit gemacht, als es eigentlich sein müsste. Ich hätte die sofort einfärben können. Oder beziehungsweise dann, wenn ich die Steine noch nicht gesetzt habe. Mache ich halt nachträglich. Nicht ganz so schlimm. Ist ein bisschen mehr Arbeit. So. Und dann seht ihr, oha. Er sieht schon eher aus wie Lava. So, dann gehe ich hin. Das machen wir hier noch. Den auch noch. Den noch. Und dann müssen wir vielleicht hier nochmal einen kopieren. Weil wir hier so eine komische, hässliche Lücke haben. Die wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So. Und wir nehmen wieder eine Steuerung D hier raus. Und machen das Ganze hier nochmal abschließend. Dann wieder Steuerung X. Und ihr seht, es dauert schon bei mir sehr lange, bis überhaupt das Menü hier geladen wird, weil der Park einfach so groß ist und der PC am Abkacken ist, mehr oder weniger. Aber macht nichts, dafür ist er da, zum Abkacken. Wir nehmen jetzt das hier mit, Tropen wieder, ne, und machen das noch ein bisschen schick hier, ne. Hier komm, hier machst du einen drunter. Gucken wir mal, ob wir das so gut hinkriegen. So. Und hier noch einmal. So, und dann haben wir das Ganze schon mehr oder weniger fertig. So, und da haben wir unser kleines Diorama fertig. Jetzt kann man natürlich noch hingehen, das ist ganz wichtig, finde ich. Das solltet ihr immer machen. Texturen benutzen. Ich mache jetzt mal hier ganz grob was hin, dass das ein bisschen netter aussieht. Und ja, das sind so Sachen, da könnt ihr euch mit Stunden beschäftigen, ohne Scheiß. Das ist, ja, macht sehr, sehr viel aus auch. Was für Texturen man benutzt. Okay. Das ist schon mal das, wie wir die Lava haben. Jetzt müssen wir natürlich noch hingehen, ein paar kleine Effekte reinmachen. Und nehmen wir zum Beispiel, das ist zum Beispiel zu krass, finde ich. Wir können lieber ein mittleres nehmen. Dass wir so ein bisschen an den Rändern machen. Ein kleines würde es auch tun, ehrlich gesagt. Man sollte es nicht übertreiben. Wenn ich hier so einen Flammenwerfer reinmache, das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Nee. So, vielleicht nochmal hier. Da, ein echter Speedbild ist das. So, so. Und dann vielleicht nochmal hier. Was vielleicht noch ein bisschen interessanter wäre, wäre jetzt noch ein bisschen Dampf. Also Rauch. Dampf gibt es auch, aber das sähe da nicht aus, glaube ich. Wir bräuchten Rauch. Das ist, glaube ich, irgendwo hier. So. Das kann man so ein bisschen an den Seiten setzen. Und dann haben wir es schon fast fertig, ne? Ich würde euch noch empfehlen, hier gibt es so Büsche. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Gucken wir mal unter Natur, Büsche. Da haben wir hier sowas. Das passt wunderbar da rein. Und schon haben wir den Molten Core nachgebaut. Und es gibt auch noch Bäume, die wir da nehmen können. Diese hier sehen super aus. Und dann vielleicht noch hier einen großen. Und fertig. Fertig ist die Kiste. Das ist unser kleines Lava-Diorama. So schnell geht das. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten dafür gebraucht natürlich. Und ihr könnt das natürlich noch mega detailliert machen. Hier diese kleinen Kanten und so, die nerven mich jetzt irgendwie. Aber wenn ihr einen ganzen Vulkan designt, kann ich, ja, weiß ich nicht. Also würde ich euch nicht empfehlen, wirklich auf solche kleinen Sachen zu achten. Das ist echt wichtig, dass das aus einer guten Perspektive gut aussieht, also aus einer hohen Perspektive. Wenn ich zu nah rangehe, dann seht ihr auch hier so Kleinigkeiten, das
Ja, ist nun mal so, ne? Wenn ihr das ganz fein machen wollt, dann bitte. Aber ich finde, wenn man das schon so sieht, sieht das doch schon ganz gut aus, oder? Und so kann man das machen. So schnell geht es. Und ja, das haben mich viele Leute gefragt, wie das klappt. Mit den Flüssigkeiten, das könnt ihr natürlich auch mit Wasser machen, mit Schnee, mit, ich weiß nicht, Marshmallow-Creme und ja. Macht, was ihr wollt, Leute. Das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, wie man Flüssigkeit darstellen kann. Es gibt natürlich noch andere, aber für mich ist das die praktischste und vor allen Dingen meiner Meinung nach die schnellste auch. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, morgen kommt der Speedbuild. Ich wollte ihn erst heute machen, aber ihr seht, ich bin doch gerade mittendran. Es ist echt doch mehr Arbeit, als ich gedacht hätte, diesen Vulkan fertig zu machen. Viele fragen auch, wann kommt Star Wars? Wann machen wir hier unsere Indoor-Achterbahn weiter? Ich hatte in dem letzten Video, glaube ich, oder vorletzten gesagt, dass ich auf jeden Fall erstmal diesen Themenbereich fertig machen will, bevor wir weitermachen mit Star Wars. Weil, ja, ich finde, das sollte erstmal fertig sein und dann können wir immer noch da ordentlich Zeit reinstecken. Ist ja nicht so, dass der wegläuft, der Park, ne? Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bye!